Was passiert eigentlich in GTA 5, wenn man mit einem Taxi über die gesamte Map fahren möchte, aber gar kein Geld hat? Um das aber testen zu können, musste ich erstmal 1 Milliarde GTA-Dollar ausgeben, also musste ich Geld ausgeben und dafür habe ich erstmal Autos gekauft, Immobilien durften natürlich auch nicht fehlen, aber egal wie viel ich gekauft habe, das Geld ging einfach nicht weg. Ich habe mich dann dazu entschlossen, all mein Geld in eine Aktie zu stecken, aber dann hat sich meine Arbeit ausgezahlt und mein Konto war komplett leer, sodass ich testen kann, ob man für 0 Dollar mit dem Taxi fahren kann. So, unser Taxi ist am Start und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Und wir werden jetzt die Fahrt überspringen. Da steht sogar teurer neben. Und wir überspringen jetzt mal die Fahrt. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn wir angekommen sind? Wir haben kein Geld. Ich fahre einfach weiter und ich habe kein Geld verloren. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich mit Franklin das Taxiunternehmen gekauft habe, weshalb die Fahrt gratis war. Denn eigentlich bekommt man einen Stern, wenn man nicht genügend Geld mit hat.